Herzlich willkommen, ihr kleinen Kniften, zu einer neuen Runde Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben gerade zu Abend gegessen, der Max und der ich, und wir machen Hallo. jetzt weiter am Schloss. Ja, wir suchen Prinzessin Zelda. Guck mal, da ist das Teil, wo wir schon waren. Vielleicht ist sie auch da unten. Die ist da ganz in der Nähe. Die ist da. Nee, ein bisschen weiter rechts. Woll du. Nee, nee, nee. Guck mal, sie. Die ist im Wasser. Also ich denke, sie ist unter dem Wasser. Vielleicht gibt es hier einen Eingang oder sowas. Kann ich. Oh. Ich konnte gerade nicht. Gibt's hier eine Holzweile? Ich konnte gerade nicht. Konnte gerade nicht aus dem Wasserfall heraus. Musstest du auf, als du da hoch wolltest, musstest du da hochklettern. Ja, irgendwie schon. Warte mal. Kann ich mich ja erstmal dahin teleportieren? Dann bin ich ja da oben erstmal wieder. Vielleicht ist er auch über uns. Aber du hast gesehen, ne? Der Punkt war genau an diesem Wasser. Bin hier mal gespannt. Ich habe auch was gesehen, das war genau im Schloss. So. Guck mal. Guck mal über dich. Auch wieder ein Zweimal. Da ist nix. Da ist nix. Die ist aber auf Ebene 3, steht da. Da ist ein Tunnel. Da muss ein Tunnel sein, genau. Unter uns aber. Wir sind, glaube ich, auf Ebene 2. Hier geht's ja auch nicht runter. Das. Oh! Wo soll dieser Tunnel sein? Warte mal. Mal wieder von der Seite gucken. Vielleicht da rein. In den Wasserfall rein? Nee, das ist nichts. Aber vielleicht Tür. Max, weißt du, was mir gerade einfällt? Was? Ich habe ja immer noch scheiß Kleidung an. Kein Wunder, dass ich vielleicht so schnell auf die Fresse gekriegt habe. Das war ja nur für Hitze. Meinst du? Muss ich auch gleich nochmal umziehen. Na, was guckst du? Okay, das hier ist irgendwie Quark. Mal da hoch. Ich check's gerade nicht. Ich check's gerade wirklich nicht. Man hat es ja gerade gesehen, was für ein Tunnel da ist, aber der muss ja dann irgendwie noch innerhalb des Schlosses sein oder so, aber. Ah, warte mal. Oh, hier wieder ein paar scheiß Grafikfehler. Aber die hatten wir eben auch. Guck mal. Hier vorne. Hier rein. Also, Klamotten. Obwohl das was ist. So, also. Das Ah, war du sie. hast jetzt die Blitzmaske. Die was? Die Blitz. Ah, die hatte ich schon vorher, glaube ich. Okay, was habe ich denn jetzt gerade? Ich habe 3, 3, 3. Okay, das ist schon ziemlich hoch. Ne, da waren Hinten noch die Vierer. 4. Und da die Vierer Hose. Ich sehe sie gerade nicht. Stimmt. Sehr gut. Jo. Jetzt bist du wie ein richtiger Ritter gezogen. Scheiße. Der soll an. Ah.
Das war schon wieder. Ups, hinter uns. Ja, wir müssen gehen. Drei Stück Monster dort. Ah, die sind gerade zusammengefallen. Auch durch. Ich komm meine Truller nicht nah genug ran. Da ist er. Shit. Yeah, yeah. Nimm doch ein anderes. Das ist fast das Schwächste. Du solltest vielleicht ein anderes nehmen. Ja, ich habe ein dummes Schwert, ich weiß. Aber es sieht aus wie das Master Schwert. Ja. So, wo ist sie jetzt? Auf U1, das ist ja wieder oben. War wieder in der Bibliothek, okay. Du solltest vielleicht... Ach, okay. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Sag es. Ich hab's wieder vergessen. Ist doch okay. Ja. Aber du bleibst im Wasser stecken. Das finde ich komisch. Ja. Über Realismus müssen wir jetzt hier nicht reden, ne? Das Spiel heißt Zelda und man spielt einen Link. Warte, was? Naja. Viele Leute, die keine Ahnung haben von Zelda, die denken immer, dass der Typ hier Zelda heißt. Ja. Hast du doch früher auch gedacht. Nein. Hab ich nicht. Nee, genau, weil dir habe ich ja immer schon richtiges Wissen vermittelt. Ja. Ja. Ja, hast du wirklich? Ich will gar nicht. Das ist natürlich nur, dass ich schlau bin. Hey, warum geht mein Gyrosensor nicht mehr? Ach man. Schon wieder was verkackt? Was? Nicht in der Konfiguration was vergessen? Ich weiß es nicht. Steuerung. Diese geht wieder nicht. Hallo? Ah, da ist es. Danke, danke. Gerne weiter. Ja. Hm. Der läuft von alleine. Verdammt, Axt. Guck mal. Ich habe keinen Stickdrift oder so ein Scheiß. Oh, Mann. Sowas hasse ich ja, wenn... Wohin lief doch alles Bombe? Guck mal, das läuft. Ich hatte auch bei dem Profil hier, habe ich auch immer eigentlich 20. Okay, läuft trotzdem. Airplay, okay. Peter Schwarz. Ja, alles klar, läuft wieder. Guck mal, er von alleine läuft. Testen. Vielleicht sieht er mich ja nicht gleich. Was für ein langes Horn. Du Penner. Oh, ich habe keine Waffe mehr. Ich muss... Ich nehme die jetzt nochmal ganz kurz hier. So. Starker. Okay, was können wir wegschmeißen von den Dingern? Den. So, jetzt machen wir mal ganz kurz unser Schwert ein bisschen geiler. Ja, wir haben doch hier, also klar, 25er Synthese. Warte, wir haben doch eben dieses große lange Horn gekriegt. Ja, warte mal, wir machen hier nach Y, glaube ich, ist es, ja. Nach Typ, nach Angriffsstärke. 40. Die Gipto. So, in die Hand. Nehmen wir gleich ein paar mehr in die Hand. So. Schmeißen wir hier hin. Machen so, machen so. So, 54er Schaden. Hier. Oh. Boom. So, was haben wir noch? Ich hatte das hier. Okay. 72er Schaden.
Boah. Richtig kriminell. Wir haben gerade die. Das ist die zwei. So. 90er Schaden. Das ist schon ziemlich cool. Kann ich aussortieren? Nach Typ, nach Typ, nach Typ. Das ist auch eigentlich ganz witzig. Eine Laserkeule. Habe ich dir die schon gezeigt? Da kommen irgendwelche Lasersachen raus. Aber das heißt, dass selbst so ein Stock, wenn wir den mitnehmen, das war der mit dem Gipto-Kram. Ey, da müssen wir in die Wüste. Wir hätten da schon viel mehr einsammeln müssen. Scheiße. Anscheinend ziemlich wir haben geil. Aber 56. Ja, da können wir eine ganze Zeit lang mit auskommen. Ja. Renn ich da jetzt einfach durch? Ja, versuch. Nee, ich. Da kann ich doch sicher drauf stehen, oder? Und oben. Die Laserknifte. Pack die doch weg. Jetzt. Ne, die verbrauche ich jetzt auch mal. Dann ist er endlich mal weg. So, gucken wir mal. Okay, da müssen wir. U1 sind wir ja jetzt, glaube ich, wieder, ne? Ja. Glaube ich, weiß ich nicht. Sehen wir gleich. Das Gehake nervt mich ein bisschen. Das war mit dem anderen echt besser. Ja, jetzt. Hier direkt, ne? Das sind halt aber auch genau die gleichen Verbindungen, wo du halt hin musst. Unter mir. Vielleicht noch ein Tiefer? Aber da habe ich ganz erschreckt. Echt? Ja. So. Er hat den Boomerang fallen lassen. Ja, aber die Boomerangs sind nicht so gut. Haben ja gerade Platz. Wieder so wenig Energie, ey. Packt mich schon ein bisschen ab. Da mal den. Da mal an den. Na, sag schon. Den. Gipto an den Boomerang. Ne, du kannst doch einfach hochrechnen. Das sind 8. So, und mit 54 hast du über 60 Schaden. Ja, ne. Eigentlich völlig Latte. Ja, trotzdem, dann hast du starke Waffen. Mit 15 Synthese. Ja, nur 48. Das. Die kommen mir nicht so gut. Werf mal. Schon komisch aus. Macht ja keinen Unterschied, ob ich jetzt werfe oder dann damit zuschlage. Gerade zwei Hände, das war besser, ne? Ritter 2 Hände hat 11. Ja, toll. Königsschwert. Wo haben wir denn gerade 2 Hände? Ich würde das nochmal wegwerfen. So. Das hat. Jo, das macht Sinn. Und dann haben wir da nochmal so ein Gibo-Ding drauf. Ja. So. Ich glaube, weißt du, warum es hier so stockt? Also, das Spiel stockt nicht. Es baut immer so ein Cache auf. Also, das heißt, Bilder, die es schon gesehen hat, sind im Cache drin. Das ist cool. So, im Schloss hier war ich noch nicht. Das heißt, hier sind überall Texturen, die das Spiel gar nicht kennt. Das war gefährlich.
Also vor Tod. Das gibt du Dings ab. Das kann abfliegen? Irgendwas übersehen? Dass sowas geht? Ich weiß auch nicht. Momentchen mal. Auf U3, das heißt, das ist ja tiefer wieder, ne? Da sieht man auch den Eingang. Ja, das heißt, ich muss weiter runter. Da so. Ne, es ist wahrscheinlich noch eine Spur tiefer. Ja, da meine ich an dem... Ach so, hier noch ein tiefer springen. Tschüss. Da ist der Eingang. Ja, die Eingänge werden, glaube ich, auch verzeichnet. So, sollte ich mich jetzt nochmal um den kümmern, ne? Er ist weg. Danke, Jungs. Ja. Ah, nehmen wir mal das Ding hier. Habe ich irgendwas übersehen, dass das Jebo-Ding sich so schnell auflöst? Oh, yes. Hey, 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 hey. Voll dumm von dir. Boah. Oh, doch, gibt es nicht. Ich kann. Ja, okay, dann geht das immer nur einmal. Okay, wäre auch zu stark wahrscheinlich. Ich vergesse mal, dass man so den Bumerang wirft. Okay, scheiße auf den Bumerang. Könnte mir mal einer hier... Ja, weißt du, dann ist das leider nicht so cool wie gedacht. Silbernes Moblin-Horn. Langsam nervt es aber auch ein bisschen, ne? Der Zelda hinterher zu laufen. Oder spiele ich das jetzt bis ins Endlose? Die ist genau auf dieser Höhe. Das heißt. Hier komme ich nicht durch, ne? Oder gibt es hier einen Weg dadurch? Ich mal trotzdem gucken. Dann einfach von der anderen Seite, ne? Da war doch auch wieder so ein Eingang. Ui. Okay, hier waren wir schon. Da oben. Der Gartenbogen. Die waren richtig gut. Das ist hier ein Gartenbogen. Okay, das Schwächste, was wir haben, sind die 24er. X. Jetzt hat er es gemacht. Nein, hat er immer noch nicht. Hä? Was willst du? Ich drücke aber doch X. Oh, mein Gott. Liegt es daran? Alles klar. So, besser. Hat sich ja doch nochmal gelohnt, wiederzukommen. Du hast, glaube ich, jetzt einen Gartenbogen als Waffe schon. Das was? Er ist schon als Bogen. Hast du schon mal ausgerüstet? Hab ich? Ja. Ja, das wollen wir nicht. Da hast du recht. Da hast du vollkommen recht, mein Kleiner. Man soll den ja noch aufheben. Hey, jetzt wird uns angezeigt. Hm? Ach ja. Boah, bin ich bescheuert. Ja, aber nur ein bisschen. Noch ein Gartenbogen. Ey, na klar, gar kein Thema. Wenn es die hier so inflationär gibt. Und dann kommt jetzt wieder ein Gartenbogen. Gerade Schwert. So, haben wir das hier raus, ne? Und wir müssen aber trotzdem noch was anderes ranknallen. Ich bin jetzt, also weil das ja so scheiße war. Nehmen wir hier sowas. Weißt du, das bleibt einfach, das geht nicht kaputt.
Das und davon haben wir zu wenig, obwohl Moblinhorn. Pack mal die mal hin. So, immerhin 38, weißt du? Und ich hoffe, das bleibt. So, 35. Schlag mal. Ich ja erst, wenn ich es abschmeiße, ne? Da unten ist ein Vieh, da kann man es ausfressen. Hab ich auch gedacht. Brauche ich ja gar nicht mehr. Ich kann ja auch einfach hier den hier. Da muss ich mich mal dran gewöhnen. Das ist schon viel wert, wenn es nicht abgeht. Wenn es auch noch so ein Feuervieh. Ja, an Bögen mangelt es uns gleich nicht mehr. An guten Bögen. Außer am Platz für den Bogen. Ja. So, warte mal, hier war der Eingang, ne? Von. Oh, ne, hier ist Wasser. Ich weiß, wo unser. Machen wir den Feuerlappen da noch weg. Ja, warte mal, dann brauchen wir den hier wieder. Ich will doch Feuer mit Wasser bekämpfen. Ah, meine Augen. Oh. Mhm. Ja, geht wirklich nicht mit Feuer, hast recht. Das ist ja übel. Ja, Eis. So. Schmeiß raus den Schinken. Nein. Oh. Die blöde Truhe ist einfach runtergeflogen. Also. Yay. Naja, immerhin. Das 40er? Ja, aber immerhin. Ja. Was schmeißt man raus dafür? Ich glaube, das Spiegelding. Ja, Problem. Das ist egal, ne? Das hat ja auch nur zwei. So, jetzt haben wir natürlich schön die Kacke am Dampfen. Es regnet. Das heißt, wir können nicht mehr so geil hoch. Das heißt wiederum, wir benutzen wieder den Teleporter da. Hey. Ne? Ja. Ah, wie oft müssen wir denn noch Prinzessin Zelda hier jagen? Das nervt ja vollkommen. Auch immer noch 100 Mal. Meinst du? Dann rast ich aber richtig aus. Einfach nur mich zu nerven, ne? So, jetzt hier nochmal kurz auf die Karte gucken, danke. U3. Und wir sind gerade U2. Das heißt, wir müssen tiefer. Ja, aber tiefer als das geht ja gar nicht. Ich würde sagen, ich renne hier einfach nochmal rum. Ja. U2. Oh. Wo ist meine Freundin da? Sind das Affi-Monkeys? Affi-Monkey. Scheiße, da habe ich nicht gut reagiert. Da ist er ja. Hey, du blöde, pimmelnasiges irgendwas. Whoa. Schnell noch was essen. Okay, guck mal, hat mich schon wieder eine Fee gekostet. Ich weiß es nicht. Oh, komm. Ich muss mehr blocken.
wieder weg. Okay, der ist auch weg. Ja, das ist auf dem Gesicht. Oh. Und da hinten ist noch ein blauer. Den cashen wir uns auch gleich. Alter. Aber mit Feuer, glaube ich, ne? Nee, das war nicht so gut, ich brauch dich. Ja, Headshot. Arschkrampe. So. Jetzt sind wir ja wieder da. Ne, sind wir nicht. Ah doch. Guck mal, da unten, hier waren wir ja. Guck mal auf die Karte. Also. Da. Da ist der Eingang. Ja. Das heißt, wir müssen ans Ende erstmal gehen, ne? Kann es. Auch ein Eingang? Da geht's runter. Oh Mist, das haben wir vorhin nicht wahrgenommen. Oder ich jedenfalls nicht. So, U3, alles cool. Auf die andere Seite da. Okay. Uiuiui. Ui, ui, ui. Sind das Elektro-Dinger? Shit. Ein bisschen jetzt Wasser. Man braucht ja die oder Eis. Ah. Irgendwann muss aber doch jetzt mal Feierabend sein, ja. Feierabend. Link? Na endlich. Ich warte. Dumm so. Warte. Auf dich. Auf dich. Auf ja. dich. Ja, dann war das das Letzte, glaube ich. Weil das fand ich auch gefühlt das Oder soll ich ohne meine Helfer dahin kommen? Auf dich, sagt sie extra so. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber ich glaube, ich schmeiß den raus. Hm? In sein super duper nicer Schlitten. Habe ich noch einen 24er? Jo. Jupp. Jupp. So langsam wir wird die. Ja, nur von das naja. Ist ja auch der letzte Abschnitt sozusagen, ne? Ja. Wo ist er denn? Ah, okay, sie ist ganz oben. Ja, das ist, glaube ich, das Letzte. Und da kannst du auch mit deinen okay. Helfern. Ja, ich glaube auch, dass die Helfer da mit können. Aber es war gerade so eine Theorie vielleicht. Oh, scheiße. Schnell abhauen. Ja. Essen. Ja, mache ich gleich. Ey, das mit dem Essen nervt mich, ne? Dass ich so wenig wieder gekocht habe. Ich habe jetzt auch keinen Bock hier irgendwo eine... Ich komme mit dem Essen, was ich habe, komme ich aus. Scheiß drauf. Du musst aber gleich gegen den Boss kämpfen, ne? Das werden wir sehen, was da kommt. Mir noch mal überlegen. Ich überleg mir gar nichts. Ich geb dir nur. Ja, ich glaube, das sieht aus wie ein Krog. Da kannst du jetzt auch treffen, wenn du willst. Es sah aus wie ein Krog. Aua! Du brauchst nicht so laut klatschen, das tut richtig weh in den Ohren, danke. Du kannst sagen, Spitze. Spitze. Nimm das. Hm. Ich würde trotzdem nochmal kochen, du kannst Nein. nicht gegen den Boss. Nein, nicht. Nerv mich. Will nicht kochen. Woher willst du wissen, dass ich gleich gegen den Boss kämpfe? Unterhalt mich jetzt mit Zelda und wir
Aber mal gleich kommen doch die richtigen Kämpfer, nicht keine die Ahnung. Geister. Ich weiß es nicht, werden wir gleich sehen. Ich bin gespannt. Ich warte auf dich. Link! Ich habe sehnsüchtig auf dich gewartet. Du laberst. Na, bereit? Ich möchte dir nämlich eine Kleinigkeit zeigen. Ich hatte das Gefühl, er verwandelt sich jetzt in ihren Boss. In Sailor Moon. Nein, in den Boss. Mondstein, Flieg und Sieg. Gefällt es dir? Schloss Hyrule. Achso, Mensch, Video. In seiner alten Pracht. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Wir beide haben hier so viel erlebt. Präge dir alles ganz genau ein. Denn armes, kleines Ding. Das wird das Letzte sein, was du im Leben siehst. Okay, komm, wir machen uns ready. Ich glaube, wir müssen gegen den Hässlern kämpfen. Deswegen lass was an. Der meinem Miasma widerstehen konnte. Der meine treuen Scherben niedergestreckt hat. Wie ist es möglich, dass du überlebt hast, was dich hätte töten müssen? Sag, hast du es jenem unseligen Arm zu verdanken? Egal. Ein zweites Mal wird er dich ganz sicher nicht retten können. Guck mal, der hat auch so ein Teil oben auf dem Kopf. Sieh dir meine Marionette an. Mit ihr konnte ich dich lenken wie einen Narren, dich immer im Blick behalten. Sie hat auch so ein Teil. Doch diese Gaukelei hat nun ausgedient. Oh, Scherge gefangen aus meinem Fleisch und Blut. Ende dieses Wurmes Leben hier und jetzt. Oder? Na, fast. Phantom Ganon. Okay. Ich ver... Was machst du denn hier schon wieder? Alter! Diese immer gezappel. War Wasser. Okay, wo ist mein Stromi? Oh, Stromi liegt. Ups, da sind mehrere. Hey, ich hab geblockt. Ach, scheiße, mit dem Langschwert kann ich nicht... Kann ich nicht blocken. Aber ich kann springen. Oh, fuck. Ich brauche eine andere Waffe. Ich brauche was. Okay, das war meine letzte Fee. Ach. Hast du vielleicht einen Speicherpunkt gemacht? Nee, das speichert wahrscheinlich automatisch davor. Wie du immer so wiederkommst. Diesmal vielleicht gleich das. Ah, ne, da wollte ich hin. Ja, eine nur noch. Fuck, fuck, fuck. Ich nehme mir das gleich. Obwohl, das geht wahrscheinlich nicht. Auch überspringen. No. Alter, doch. Okay, ich konzentriere mich einfach auf eins von diesen Dingern. Da ist sie wieder. Leck mich! Scheiße. Gib mir mal dein. Schützt mich auch ein bisschen. So ist es nicht. Jetzt kaputt. Oh, leck mich! Das läuft nicht so gut. Merkst du, ne? Ja. Brauch eine andere Möglichkeit. Was machst du denn da immer? Alter, Max. Käppi abgezogen, ja. Mann, jetzt warm. Chill doch mal deine Basis. 90er-Teile. Einmal draufhauen und freuen, oder?
So. Ja, du kannst. Ah, jetzt. Link! Link! Ja, das ist dumm, was ich da mache. Das ist richtig dumm. Ja, Essen kochen, bla bla bla, ich weiß. Du hast hier nur noch einen Platz frei. Ja, nee, da habe ich einfach aufgebraucht. Du Sacksau Pillemann. Je höher die Maximalanzahl deiner Herzen, desto höher ist deine Angriffskraft. Aha. Ich bin ja auch ein Troll, fällt mir gerade ein. Ich hab die ganze Zeit, ich kann ja auch so einen nutzen. Warum hast du Ja, weil ich dumm bin. Und jetzt noch erstmal was essen. Ja, und jetzt solltest du nochmal dein Schild Achso, mein Schild. 50er. Oder, nee, 70er meine ich. Ich muss mal aufpassen, dass mich von diesen Drecksdingern nicht eins erwischt. Wo ist ein Stromi? Hier, gib mir mal. Oh, fuck. Ich renne hier rum wie Falschgeld. Kochen. Ja. Erstmal besseres Essen. Esse, koche. Bin gerade ein bisschen genervt. Weil ich nicht weiß, was gegen diese roten Viecher hilft. Warum willst du dich wegteleportieren? Ja, zum Kochen. Kannst doch auch hier kochen, dann brauchst du nicht mehr den langen Weg. Nein, ich muss auch zu einer Kochstelle, du Horst. Du hast doch was zum Hinpacken. Ja, aber dann muss ich für jede Speise eins hinpacken. Das ist voll ätzend. Ja. Dann muss ich eins hinlegen, kann eins kochen, dann verschwindet das, dann muss ich... Das macht keinen Sinn. Ach ja. Deswegen wollte ich auch nicht hier irgendwo kochen. Ach, verstehst du? Ja. Ah, ja. Oh ja, ich hab schon mal eine Schule von innen gesehen. Ah, ist hier vielleicht gleich was zum Kochen? Hoffentlich, ja, ich ja, glaub bei dem. Nee. Nö, aber warte mal, was mit dem Stein? Der liegt hier so unbehelligt. Nee, ist nicht. Ich find's auch voll doof, dass man dieses Lager nicht einfach sieht. Ah, okay, ja klar, ich kann nur zu den... Ne, wenn ich bei der Schlosskarte bin, kann ich nur die Schreine sehen, nicht die Türme. Warum? I don't know. Und wir sollten uns noch ein paar Feen besorgen. Die sind oben bei den Inseln, wo ich zum Schluss war. Da sind immer drei Stück, wovon ich aber meistens nur zwei fangen konnte. Da brauchen sie schon. Mhm. Kauf mal alles hier. Mach mal verschiedene Speisen. Krass ist, dass ich im Gegensatz zu Breath of the Wild hier mit dem Pferd zum Beispiel so gut wie gar nichts mache, ne? Nach des Essen, ja, da will ich auch ran, danke. Fangen wir an. Banane. Machen wir erstmal alles hier mit so Scharnitzel.
So, irgendwas, was viel gibt. Sieht doch gut aus. Rochen. Will ich nicht warten. Milch. Ja, ist alles mit Frostscheiße. Nee, ich muss mal was Neues ausprobieren. In die Hand. Dazu nehmen wir das Hyrule-Gras. Dazu nehmen wir ein bisschen Steinsalz. Milch, Milch bin ich mir gerade nicht sicher. Butter. Die Milch, sie... In eine Suppe. Probieren wir mal. Und Butter? Klar, alles reiner. Es wird aber nicht so ungesund, dass... Oh. Wildreis. Naja, gibt nicht so ich viel. Ich habe das Gefühl, das ist nicht so gesund, wenn die Hülle der Milch noch dabei ist. Beim Kochen. Was haben wir hier? Ölflasche. Man kann einfach ein Lagerfeuer gießen, um die zu entfachen. Okay. Oh, was haben wir hier? Machen wir noch wir den... sind durchsichtbar. Was? Durchsichtbar? Durchsichtbar. Du bist durchsichtbar. Nein, ich habe jedenfalls das so war. Edeleintopf. Da war ich so unsichtbar so leicht. So, wir brauchen auf jeden Fall. Ja, ist ja gut. Wir brauchen was als genau hier, Rüstgras. Rüstung. Weißt du, dann werden wir stärker. Und wir nehmen dazu noch ein bisschen Steinsalz. Das ist es. Abwehr. 3 Minuten 40. Haben wir mehr Abwehr. Das ist gut. Hm. Können wir eigentlich nochmal machen. Das andere. Ja, aber ich würde jetzt dazu noch ein fettes Luxuswild und Rainer. Ah, komm nicht. 10. Okay, das war zu viel. Das brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? Rohrzucker. Na gut, von den ekligen Sachen sollten wir vielleicht gar nichts machen. Ausdauer, Schleich, Fit. Ja, das ist ja dann guck später mal nach wie ein bisschen. Ganz oben auf der Nasse. Staub, noch etwas tiefer. Warte mal, ich muss die mal besser sortieren. Am häufigsten verwendet nach Typ, so. Jetzt hauen wir mal ein paar Äpfel damit rein. Und eine Banane. Du wolltest Melone? Melone macht Frostschutz. Was? Frostschutz. Aber vielleicht haben die Angriffskraft, ja guck mal, Level 2. Vielleicht haben sie aber ja was mit Hitze zu tun, also. Einmal Rezept auswählen. Das war das hier gerade. Verstärkt die Körperkraft. Okay, aber das war doch, pass auf, also das war cool, das will ich nochmal haben. So. Und du meinst jetzt das ganze Rezept auswählen, so, aber wir nehmen die Banane weg und nehmen eine Melone. Ja. Mal gucken. Komm nicht. Oh. Naja, Hitzeschutz, ja. Das hier fand ich schon ziemlich cool. Vielleicht sind die ja heiß. Das nochmal. Drück einmal wieder drauf. So. So. Was passiert, wenn du eine Bombe dazu tust? Also eine Bombe. Aber das ist keine gute Idee. In die Hand. Nehmen wir mal ein paar Pilze. Ein Schnitzel. Ein Wildfleisch. Also das Fette. Nee, ich will es nicht versauen. Also es wird eh irgendwie komisch. Allein mit der Bombe müsste es eigentlich matsch werden. Ja. Voll vergammelt. Scheiße. Ich glaube, wow. Das machen wir nicht wieder. Wow. Wir können ja mal hier mit den Fischen was machen. Ja. Ups. So, ein bisschen Salz dazu. Und wir nehmen... Geil, Rainer. Ich weiß, es gibt unzählige Rezepte. So, was haben wir denn hier? Sonnenlänger als Kochzutat, dann hätten wir da aufhören, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Ah, okay, sowas kann das. Was kann das hier? Verbessert die Laufgeschwindigkeit. Okay, cool, 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 cool. Was haben wir hier? Da. Die Fähigkeit, lautlos zu schleichen. Cool, 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 cool.
Ausdauerknolle. Nee, hier kommen wir nehmen jetzt noch den Rüstkürbis. Hauen hier eine Maxi rüber rein. Hauen hier Hyrule-Pilze rein und ein Steinsalz. Damit Salz schmeckt alles besser. Na, aber auf jeden Fall kein schlechtes Essen. Also wenn man so ganz neue Sachen ausprobiert. Das sind sie gar nicht neu. Und nee, wenn man die ausprobiert, dann ist man immer so gespannt, ob es klappt. Was ist mit dem Goldapfel? Seltene Frucht, die geheimnisvoll glitzert und manchmal unter ganz normalen Äpfeln zu finden ist. Der Verzehr ist etwas für Gourmets. So süß wie dieser Apfel ist es keiner. Komm, hau mal einer zu. Mal gucken. Wow, okay, aber das kann auch an dem dicken Fleisch gelegen haben. Mal das hier. Feuerfrucht. Ja, ist gar nicht mal so schlecht, ne? Eisfrucht. Nicht so viel, was sich gegenseitig aufhebt. Was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, aber... Und ein Scharnitzel. Mal gucken. Oh. Bei Hitze Feuerangriff, okay. Gut, machen wir das Rezept auswählen. Mal das nochmal, nur nochmal normales, ohne irgendwelche Zusätze. Wir müssen ja auch mal fertig werden. Viel immer. Scheiße. Hier, was ist denn Nüsse? Geröstet füllen Eichel und ein wenig mehr Herzen auf. Ei? Machen wir mal nur das. Mal ein Fleisch mit einer nussigen Note. Auf jeden Fall nicht schlecht wohl. Ja, ist okay. Ist ein Fleischspieß. So. Ich kann ja nochmal ein Luxusding in die Hand nehmen. Ein Ei dazu. Ein bisschen Steinsalz. Ja, und das sollte reichen. Gibt sicher ein leckeres Omelett mit Fleisch. Und wir haben Luxus-Schmorbraten. Das ist gut. Lecker. Jetzt kriege ich irgendwie Hunger. Der ist optimal, weil der wenig Zutaten gerade braucht und die Menge ist gut mit den 5 Herzen. Obwohl ein bisschen mehr bräuchte ich, ne? In die Hand nehmen. Das wären 3. Das wären schon 5,5. Jetzt machen wir mal hier voll den Fleischkonsum. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und Stein. Nee. Mal gucken, was diese Fleischsuppe von sich gibt. 15, oh, Alter. So, Rohrzucker. Was haben wir hier? Goronengewürz. Eine geheimnisvolle Gewürzmischung der Goronen mit langer Tradition. Wenn die anfängliche Schärfe verflogen ist, bringt es die süße Note der anderen Zutaten zum Tragen. Okay, pass auf. Mal so, jetzt nehmen wir hier oben nochmal die Banane mit. Und einen Apfel. Mal einen goldenen, ne? Ja. Ja, nichts Tolles. Ja. Oh, Angriffskraft geht voll ab. Luxus. Rezept auswählen. Hier macht er nochmal. Ah, ich habe keine Dings mehr, keine Bananen mehr. Ja. Ich habe jetzt die. Zitterfrucht. Keine Ahnung, was das bringt. Elektroschutz, ziemlich lange. Gucken, was. Musst du doch einen Obstsalat geben. Hier gibt auch noch 5. Machen wir die in die Hand, die in die Hand, die in die Hand, die in die Hand, die in die Hand. Aber wird heute noch. Oh, Hitzeschutz. Das reicht mir langsam. Ich habe keinen Bock mehr zu kochen. Aber. Ich weiß, müsste eigentlich immer irgendein Feucht dazu geben. Kochschmaus, bla, okay. Mal gucken, was mit der Pilzpfanne wird. Oh, verkackt. Was habe ich denn da reingeschmissen, dass das nicht geklappt hat? Keine Ahnung. Den nehmen wir nochmal. Dazu nehmen wir Rüstgras. 2x.
Dazu nehmen wir noch den Fetten und wir nehmen das Steinsalz. Ja, ich weiß. Fette, du musst was Gutes bringen. Ich muss auf jeden Fall viel Abwehr bringen. Rüstgras und dem 4 Minuten Abwehr, okay. Wie viel habe ich denn noch? Wie kann ich denn noch kochen, verdammte Axt? Guck mal nach. Das weiß ich nicht. Ah, Banane fehlt da. Habe ich noch irgendwas mit Angriffspower? Mahlzeit. Okay, da fehlt eigentlich, ja. Da muss ich erst gucken, was ich noch habe. Glutkraut. Kälteresistenz. Frostkraut. Ah, kacke, kacke, kacke. Oh, komm, damit haben wir noch nichts gemacht. So, mal gucken, was das jetzt gibt. Ah, nur Wildgemüse. Schöne Scheiße. Provianttasche ist voll, das war's. Okay. Habe ich noch... Habe ich genug Schreine? Weißt du das aus dem Kopf? Ich glaube nicht, ne? Weiß ich nicht. Nee. So brauche ich ja gar nicht. Obwohl doch, klar, ich muss mich ja hochschießen wieder. Ja, ich hätte mich auch einfach hin teleportieren können, aber wäre unnötiges Laden gewesen. Wir wollen ja jetzt wieder zurück ins Schloss. Und da ist ja das am sinnvollsten, ne? Weil bevor ich erst auf der ganz anderen Seite kletter... Was? Sag nochmal, was du eben gesagt hast. Halleluja. Ich glaube, irgendwo kann man sich auch ein anderes Segel reinpacken, ne? Das habe ich bis jetzt auch noch nicht. Man kann sich anderen anderes Muster reinfädeln. Ja, aber ich weiß nicht wo. Das ja nicht. Na guck mal, da ist schon fast das Schloss. Wir sind schon im Eingang. Guck mal, kaum Auslaufverballert durch diese Scheißtechnik. Ist wie bei Fortnite. Schwimm auf, schwimm zu, schwimm auf, schwimm zu, schwimm auf. Bei Fortnite sieht dann aus, als wenn man schwimmt. Wenn man nicht gleitet. Guck mal, ich schwimme auch. Nee, ich mach hier, wenn ein Stierkampf ist. Toro, Toro, Toro. Toro, Toro, Toro. Komm her. Togo, Togo, Togo. Togo? Togo. Ich dachte, Toro. Toro, Zorro. Du hast eben Toro. Ja, hab ich auch. Oh. Weil wir da eben nicht lang geflogen sind. Hui. Das war aber ein starker Ruckler. Wenn du aber auf dem Boden stehst, dann weißt du, Alter. Also keine Ahnung, was hier los ist, warum das so rumspinnt. Wundert sich mal ein paar Kacke, ne? Wie soll man denn so spielen? Ah. So. Ah ja, speichern. So, wir fangen mit dir an. Achso, ich möchte gerne den anderen Bogen. Fangen wir mit dem 50er Bogen an. Okay, also gerade stimmt wirklich was nicht. Wir sollten aber hier auch nochmal so speichern. So. Und dann bei den Waffen vielleicht irgendwas Fetziges. Ich glaube, der ist sehr, sehr schnell hier. So, auf geht's. Neue Runde, neue Wandelsfahrt. Link! Ich glaube, es hat am Internet. Im Internet? Im Internet gar nichts damit zu tun. Ja, aber lass es doch so gut. Die haben so geile Katane. Ja.
der zerbricht gleich. Ich bin aber ein Trottel, hab's wieder falsch genommen. Ist doch falsch. Ach, schon wieder. Andere. Das liegt wirklich nicht mehr dran. Ja. Ja, ist der Bogen. Miasma-Schwert. Geil. Okay, was schmeißen wir weg? Das Ding. Jetzt ist auch das Achter wegwerfen können. Kann auch viel, viel mehr wegschmeißen. Warum habe ich das nicht gleich so gemacht? Das ist immer so eine Frage. Kannst du mir erklären, was ich vorhin gemacht habe? Ich brauchte nicht eine Energie. Oder? Okay, jetzt haben wir einen großen. Okay, jetzt haben wir drei große Attacke. Okay, wir haben fünf große. Kein Problem. Oh nein, hier rote Scheiße, wo ich Energie verliere. Okay, ich verliere wieder Energie. Alles klar, alles klar, alles klar. Nein, der hat mir von hinten in den Arsch geknallt. Wo ist mein... Okay, Moment. Komm runter, Alex. Erstmal was essen. Stimmt. Ja, du hast ja jetzt einen 21er. Du bist noch 21 Jahre alt. Jetzt bist du 50 Jahre alt. Was war das denn? Ach. Okay, warum hat er mir jetzt gerade Energie gemobst, der Hundesohn? Oh, scheiße, das habe ich nicht gesehen. Okay. Alles gut. Der erste liegt. Gab es bei dir die Schimpfwörter auch schon? Okay, wir haben hier ein Problem. Ich muss Leuchtkraut. Warum Leuchtkraut? Was da vorhin stand? Funkelfrucht, war es das? Ich weiß es nicht, bitte. Leck um hier. Ja, war's. Ich muss was essen. Wie alles. Alter, leck mich doch am Arsch. Hatte ich nicht auch irgendwas mit Leuchten? Der Schutz. Moment, da. Jetzt das Leuchten weg. Nein, ich Trottel. Ja, sie nicht geklappt. Was passiert? Was passiert? Du hast eine riesige Keule. Ich weiß. Und das war noch der Anfang. Also ja, das. Da steht, eine wilde Pflanze kann Kochzutat deine Herzen wieder auffüllen, wenn diese durch Miasma reduziert wurden. Als Kochzutat. Schöne Scheiße. Ich muss. Da ist sie. Oh shit. War es gerade hohl gewesen, aber egal. Ei, doch, ich habe noch einen. Hey!
Okay, so geht dieses Miasma-Gedöns wieder weg. Ich nehme es trotzdem 38, aber... Oh, leck mich, der ist... Oh. Ist was Vernünftiges, Alex. Der macht wieder Miasma-Kram. Wo ist meine Troller? Also. Also, löst sich auf. Oh Mann! Warum bin ich denn gerade so scheiße? Egal. Wir haben es gleich. Wo ist der letzte? Aber das kann es immer noch nicht gewesen sein, oder? Ich hab richtig schlecht. Vielleicht hab ich das Gefühl. Ja, jetzt kommt der Endboss. Ja, ich glaube auch noch nicht, dass das war. Ich wähnte dich bloß Rauros ohnmächtigen Lakaien. Ein Irrtum. Doch deine Existenz hat nun ein Ende. Jetzt kommt der Blutweg. Ah, jetzt sind die richtigen da. Alles klar? Er sagt ja, unfreundlich. Die wackeren Träger der Mysteriensteine. Oh Gott, wir haben die Stunde schon rum. Was für ein Scheusal bist du denn? Egal, das diesmal wird zu lang. Ihr erkennt mich nicht. Wie schade. Gewähren die Steine euch keinen Einblick in die Nebel der Vergangenheit. Mein Name lautet Ganondorf. Er sagt Ganondorf. Die närrischen Taten eurer Ahnen vermochten das Unvermeidliche nur aufzuschicken. Ja, ja. Er ist noch verschwunden. Ich werde euch zeigen, was war und was bald schon wiederkommen wird. Meine Schöpfung, die Welt des Bösen. Was ist jetzt? Ah, Video, komm, wir schalten uns aus. Erhebt euch, meine Opfer! Nutze die Macht, die ich euch gewährt, und befreit dieses Land von der Herrschaft Hyrule! Vernichtet die, die es wagen, sich euch in den Weg zu stellen! Tötet alle und jetzt! Bald schon. Bald werde ich meine Kraft zurückerlangen. Die Welt wird in ewige Dunkelheit getaucht und ihr werdet zusammen mit ihr vergehen. War das der echte Dämonenkönig? Das heißt, der, von dem unsere Ahnen gesprochen haben? Es hat den Anschein. Der Dämonenkönig, der einst die Welt fast komplett auslöschte. Ganondorf. Er wurde wiederbelebt. Die Welt ist in Gefahr. Oh nein, wie schrecklich. Wenn er wirklich zurückkommt, ist alles aus und vorbei. Wartet. Es sieht aus, als wäre er noch zu schwach. Denkt mal nach. Warum sonst wäre er verschwunden, anstatt zu kämpfen? Kehren wir fürs Erste zurück. Wir müssen uns beratschlagen. Link, ich hoffe, du bist auch dabei. So, machen wir uns mal wieder rein. Ja, also was war das? Das war... Das war gar nichts. Das war ganz komisch. Ja, wir nehmen die maximale Herzen noch mit. Ja, ein Herz wurde dir komplett gestohlen übrigens, ne? Ne, ist wieder da. Ja, es wurde dir komplett gestohlen. Ah,
Und warum hast du das Achter noch behalten? Den Achter Boomerang. Kannst du doch jetzt auch. Ja, gleich. Ich gucke erstmal, was hier noch so ist. Da waren noch die fetten Keulen. Na warte, erstmal diese Miasma-Schwerter, ne? Die sind schon cool. Ja, wenn ich den hier. Bogen des Dämonenkönigs. Alter, hier überall meine Pfeile. Ich muss auf jeden Fall was gegen dieses. Ja, musst du dir angucken. Ja. Miasma Lanze, cool. Wo schmeißen wir denn noch weg? Vielleicht hätte dir jetzt auch der Zauberstab geholfen. Mir erstmal Prügel. Nee, du mit deinem Zauberstab. Du glaubst nur, nee, weil es ein Zauberstab da, ist. Nein, ist ja da gut. Ist doch auch Helligkeit dran. Fuck, ist das so? Ja, glaube. Das wäre übel. Da waren, glaube ich, Helligkeits. Ist ein Helligkeitsstein dran. So, und schmeißen wir noch was weg. Ja, da kann ich immer noch einen Stein dran packen, ne? Ja. Das ist noch so eine Lanze. Oh, ich krieg ihn ab da. Hier liegt mein Bumerang. Okay, lassen wir so, ne? Ja. Scheiß auf den Rest. Jetzt sind die Echten wieder weg. Die sind jetzt wieder im Dorf. Die wollen doch jetzt was unternehmen. Ja, ich weiß. Könnte ich jetzt wieder hin. Ich wollte trotzdem einmal. Da oben liegt noch so eine Keule. Echt starkes. Nehmen wir nach oben. Ich wollte noch mal kurz gucken, was das Schloss jetzt so an sich zu bieten hat. Okay, gar nichts, ne? Da geht's raus. Ich wollte gucken, wegen dem. Wir haben da hier jetzt ja was besiegt, aber. Und das wäre cool gewesen, wenn die Echten mit dir halt jetzt gefolgt wären. Das wäre cool. Ja, ja. Gut, ich brauche aber auch gar nicht klettern. Ich muss ja zurück ins Dorf. Aber, bevor ich das mache, würde ich gerne mal. Mit so einem Schwert auf so einen. Guck mal, dafür verliere ich aber Energie bei dem Miasma. Denn guck mal, zack. Also immer wenn ich damit kämpfe oder damit Leute wegdonner, dann verliere ich Energie. Ja, also ist das nicht alles nur cool. Bestimmt auch bei der bei was? Von dem Miasma heißt doch. Das ist doch das Rote gewesen. Ja, deswegen löst sich dann immer bei mir ein Herzchen auf oder so. Ich habe keine Ahnung. Warte mal, was stand denn da bei diesem? Dein Miasma zieht auch dem Nutzer mit der Zeit immer mehr in Mitleidenschaft. Ja. Okay, toll. Und ich habe jetzt nur diese. Aber sie sind stark. Ja. Ja. Achso, das brauche ich ja gar nicht. Ach, ist egal. Jetzt machen wir nochmal so und dann machen wir da Ende für heute. Ja, meine lieben Freunde, das war nicht sehr heldenhaft, wie ich gekämpft habe, finde ich. Ich brauchte sehr, sehr viel Heilung. Das hat mich echt abgefuckt. Ich krieg das mit dem Schild und Blocken und Ausweichen, ich krieg das irgendwie nicht gut hin. Ich habe das Gefühl, dass das war am Ende vom Breath of the Wild, konnte ich das richtig gut. Hier, ich weiß einfach gar nicht, wie es richtig geht, ne? Das nervt mich. Da werde ich mich vielleicht nochmal ein bisschen vertiefen. Und dann werde ich nochmal gucken, woran es liegt, dass das Spiel jetzt so grotte läuft. Weil es echt viel ruckelt, ne? Das hat es vorher nicht. Vielleicht bräuchte ich auch einfach nochmal einen anderen Emulator. Das gucke ich mir da mal an. Ja, da sind sie. Und wir speichern direkt davor. So. Meine lieben Freunde, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video von Zelda Tears of the Kingdom. Haut rein und ciao. Ciao.